Seid mir gegrüßt, liebe Freunde der guten Sondelei oder all diejenigen, die das Hobby Sondeln, Metalldetektion, Schatzsuche mit dem Metalldetektor so feiern. Wir machen heute wieder ein feines Reaction-Modus-Video, heute mal im anderen Style. Mein Name ist Alex, Schatzsuche seit über 10 Jahren. Viel Spaß jetzt mit dem Video. Und ab geht die Post. Ja, meine Lieben, vielen Dank erstmal fürs Dranbleiben. Wir schauen uns heute mal vom Kanal Bernds Sondelreise, habe ich euch hier unten verpinnt, ein feines Video an. Danach gibt es dann ein Abo oder einen Daumen runter oder hoch, je nachdem. Und wir kommentieren das Ganze. Bernds Sondelreise hat momentan, was haben wir da, Abos? Aktuell 74 und 37 Videos. Ich habe mir ein feines Video rausgesucht. Da swipen wir jetzt mal kurz um. Das sieht dann einmal so aus. Da hast du dann hier das große Video. Und wenn ich was zum Sabbeln habe, dann kann ich halt so drauf sabbeln. Und am Schluss sehen wir uns dann wieder beim Kommentieren. Video noch nicht angeschaut, mache ich ja immer so. Blind Reaction, darauf steht ihr. Habt ihr mir geschrieben, vielen Dank dafür. Ja, dann lasst gucken. Rein in die Reaction und go get it. So, jetzt fangen wir nochmal an. Leider ist die GoPro abgeraucht nach den ersten drei Funden. Bernd, sei mir erstmal gegrüßt, mein Lieber. Die Begrüßung ist natürlich cool. So, hi Freunde. Erstmal ist die GoPro abgeraucht. Kennt man, ist nicht schlimm. Weiter. Ja, war ein bisschen blöd, waren zwei Münzen, eine riesige Figur. Ich glaube, die mögen mich nicht. Eine riesige. Erstmal abchecken, wie groß ist der Hund? Okay, er bellt. Ja, okay, weiter mit der Anmoderation. Die Figur, eben noch eine Patrone dazu gefunden, eine Patrone. Alter. Ja. Guck an, ja, schön. Bleifigur, Münzchen. Patrone ist nicht so cool. Was war denn? Laufen, Tuma mit dem Quest Q30. Okay, cool, weiter. Schade. Aber ich habe noch eine etwas größere Fläche vor mir. Vielleicht kommt noch was. Das waren die ersten vier gute Funde. Dazu habe ich noch eine riesige Zange. Nämlich die. Ja. Ihr werdet lachen. So eine Zange habe ich auch schon gefunden. Mhm. Cool. Ja. Ein bisschen Schrott, ein bisschen Folie. Ich hoffe, jetzt hält die GoPro. Okay, wir machen weiter. Oh, gucke mal, ha? Das ist schön. Schön. Die Story, hoffe ich, kennt ihr alle mit den Münzen. Ich hatte ja vorhin eine riesige Reiterfigur gefunden. Ja. Jetzt habe ich die geil. Die zweite. Die Wahrscheinlichkeit ist echt gering, sowas zu finden. Ich habe letztens mal einen Facebook-Post auch gesehen. Da waren, glaube ich, vier solcher Zinnfiguren drin. Nicht Blei, Zinnfiguren, weil Blei ja giftig ist. Sehr cool. Und immer unten fehlt halt der Fuß, wo es dann draufgesetzt war, das Spielzeug. Geil. Weite ist wahrscheinlich sogar identisch. Ja, leider in einem miserablen Zustand. Aber cool. Mhm. Wer weiß, wann und wer die verloren hat. Okay, weiter geht's. Guck mal. Schön. Ich habe noch mal den Standort gewechselt. Ich habe ja noch so eine 10 Meter breite Brache. Also Bernd, erstmal so, kommst mega sympathisch rüber, ja, an der Stelle. Ja? Wirklich, wirklich. Bin gespannt, wie es hier noch weitergeht. Wir haben noch 6,5 Minuten. Brache. Und da finde ich gerade eben. Oh! Hä? Das ist ein T-Ei, oder? Ein T-Ei, also wo T reinkommt, andere Teil noch dran und dann in gekochtes Wasser. Mal gucken. Meine Vermutung halt. T-Sieb. Ja? Und 5 Meter davor eine dicke.
Dankeschön, 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 Dankeschön. Eine fette Musketenkugel habe ich schon. Der Fischaugeneffekt ist auch immer mies, ne? Die Curve, die GoPro macht, diese Weitwinkelaufnahme. Die tue ich bei meinen Videos zum Beispiel rausnehmen. Ich mache da eher so einen linearen, dass er halt genau diesen Fischaugeneffekt nicht macht. Je nachdem, wie man es halt möchte. Die habe ich schon weggepackt. Boah, ey, dickes Ding. Ist er? Musketenkugel und T-Sieb. Das Ganze auf einer Strecke von 5 Meter. Ja, vielleicht ist das T-Sieb aus Silber. Ich weiß es nicht, weil ging so schön sauber. Okay. Erstmal fein Tee gekocht, dann seine, danach die, oder nebenbei, während der Tasche Tee, ne? Tea Time and Musketenkugel Geese Time, alles in einem verbunden. Geil, hörst du sabbeln, weiter mit dem Video, Bernd. Gucken, was der Tag noch bringt. Was für ein Tag heute? Heute ist der Bleifigurentag. Alter, die nächste, was ist los? Das ist ja abgefahren. Ha? Spielwiese für die Kids war das damals, ha? Sehr auffällig, cool. Den dritten Reiter, beziehungsweise diesmal ist es wohl nur das Pferd. Ja, der körperlose Reiter. Ja, körperlose Reiter, nicht der. Echt jetzt, Bernd? Moment, Video noch nicht geschaut, selber Satz. Sehr schön. Ja, irgendwie die Sonnengänger-Szene tickt halt schon irgendwie gleich. Das feiere ich gerade, den Spruch, körperloser Reiter. Geil. Scheiße. Kopf, der körperlose Reiter. Okay, das heißt, hier war mal irgendjemand, hat hier gespielt, da hat auch mehr verloren. Geil. Jetzt habe ich wieder etwas gefunden, was sehr interessant aussieht. Und was mit Sicherheit auch etwas älter ist. Hier oben sind Befestigungsösen. Aha. Ich tippe auf einen Beschlag. Ja, kann gut sein. Buch oder irgendwas anderes. Ja, mal gucken, was wird. Zierverschlag. Zierbeschlag. Ja, schauen wir mal. Nochmal ein Update zu den Münzen. Die war von 1841, konnte ich lesen. Hier konnte man eine 2 erkennen, also 2 Pfennig Kaiserreich tippe ich mal. Ja, das war übrigens, habe ich vorhin ganz vergessen, schön mit der Einblendung auch, was die Münze ist und so weiter. Das wertschätze ich immer sehr. Vielen Dank dafür. Aber das Ding macht mich jetzt an. Okay, ich mache sauber und dann schauen wir mal. Das Ding macht mich jetzt an. Du hübscher Beschlag, du. Was bist du? Hm. Jetzt geht das hier Schlag auf Schlag. Ich dachte erst eine Münze, eine richtig schön fette Münze. Aber es ist irgendwie, ja. Knopf. Ich glaube nicht mal, dass das ein Knopf ist. Das ist ein ominöses Teil, ne? Habe ich selber auch noch nicht gesehen. Mal gucken, ob Bernd draufkommt, was es ist. Ha. Mal gucken, was es sein könnte. Stellrad vielleicht. Ja, ich mache es sauber und dann schauen wir es uns an. Jetzt habe ich wieder. Jetzt haben wir es uns nicht mehr angeschaut. Ist nicht schlimm. Man muss ja nicht alle Dinge rausbekommen. Falls das von euch einer herausgefunden hat, was das für ein Teil ist, gerne bei Bernd auf dem Kanal ein Like da lassen, ein Abo und ein Kommi für das Teil. Ne? Aus Minute 3:53. Was richtig interessant ist, ich tippe entweder Fuß oder Handhabe von einem Grafen. Es ist richtig schwer. Scheint aus Bronze zu sein und damit auch etwas älter. Wahnsinn. Ich mache es zu Hause sauber und dann schauen wir zusammen nach. Cooler Fund. Wäre mein dritter. Er hat Grapfen gesagt. Was ist ein Grapfen? Bernd, du erklärst uns das. Komm, das erklärst du uns, bitte. Ha? Jetzt geht's wirklich Schlag auf Schlag. Auf diesem kleinen Stück kommen die ganzen Funde. Jetzt habe ich wieder einen bronzenen Fuß. Vermutlich wieder einen Grabenfuß gefunden. Grabenfuß. Okay, ja, cool, cool, ja. Viel kleiner.
cool. Gefällt mir. So kann das gerne weitergehen. Feld ist groß genug. Stark. Wunderbar. Ein Grabenfuß. Habe ich selber jetzt auch noch nicht gehört. Ne? Nee. Nee. Wenn ich dazu mehr Informationen bekomme, dann blende ich es euch ein oder ich sabbel ein bisschen was dazu. Heute ist ja ein merkwürdiger Tag. Jetzt seit langer Zeit wieder eine kleine Bleiblombe. Ja, läuft dieses Feld. Ja, wie gesagt, Bleiblombe. Lass mich raten, Bernd. Akku abgeschissen. Da liegt sie. Dieses Feld hatte ich nicht auf dem Schirm. So eine kleine Brache. Aber das waren jetzt 7-8 Funde auf den 100 Quadratmeter. Läuft, würde ich sagen. Ja, mal gucken, wie lange ich noch mache. Mein Knie tut mir jetzt schon wieder weh. Ja, das ist mit so einem künstlichen Gelenk nicht einfach, aber ist halt so. Ja, ich mache noch. Das ist immer sehr unschön. Ja, ja, dann lieber schonen, lieber Bernd, gell? Und in Ruhe sondeln. Weiter. Ein bisschen, muss ja eh in die Richtung. Wenn euch bis hierhin gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo. Ja, ihr wisst ja schon. Nein, die Leute wissen das nicht. Du musst sie immer dahin ziehen und sagen so, hey, der Bernd, sympathischer Typ, Sondengänger, zeigt die Funde, wenn er eine Info hat zu, blendet das mit ein. Cool. Abo verdient, Däumchen, ein Kommentar, wenn ihr das Video schon anschaut. Ja, nehmt euch gerne die Zeit. Bernd hat sich ja auch die Zeit und Mühe gegeben, um euch das zur Verfügung zu stellen, um halt euch mitzunehmen auf seine Abenteuerreisen. Wertschätzt das bitte und ab in die Kommis mit euch. Weiter! Danke an alle Abonnenten, auch die neu dazugekommenen, sind ja noch nicht so viele. Ich glaube 63 waren es heute. Naja, vielleicht haben wir die 100 bald voll, wäre cool. Und dann schauen wir weiter. Okay, bis dann. So, ich glaube, das ist jetzt mein letzter Fund. Ich habe nämlich auch keine Lust mehr. Aber dafür ist es noch was Schönes. Dr. Schnallinger am Start. Eine wunderschöne Schnalle. Ich bin gespannt, was das wird. Da ist eine schöne Schnalle, hoffe ich. Ja, eine schöne Schnalle. Sah jetzt nicht allzu alt aus, aber eine Schnalle ist immer schön. Und vor allem ballert die echt gut beim Detektor, findet man immer wieder gerne und häufig sowas. In dem Loch. Ja, gefällt mir. Wunderbar. Schön. Oh, hochkommen. Es waren heute so viele Funde. Sollte für heute reichen. Was lese ich hier? Also alt ist sie nicht, die Schnalle, das kann ich gleich sagen. Da steht nämlich prima. Also Kommando zurück. Keine alte Schnalle, aber eine Aber prima, dass du eine Schnalle gefunden hast, Bernd. Geil. Schnalle. Und das soll es jetzt gewesen sein, es sei denn, es kommt noch was bis dahin. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Fundzusammenfassung gibt es später. Zwei Grabenfüße, drei Figuren, zwei Münzen. Die Schnalle, eine Saatgutblombe, ein paar Fragmente von irgendwas. Ja, okay. Bis dann. Da ist er wieder. Der Sondengänger-Kofferraum. So, jetzt bin ich wieder am Auto. Das sind die drei Bleifiguren. Ja, mache ich sauber. Denke Grabenfuß. Keine Ahnung. Besteckteile, ein Knopf. Das ist keine Ahnung, die Hülse wird wohl Leuchtspur-Munitionshülse gewesen sein, auch WK2-Zeugs. Weiß ich noch nicht. Ja, könnte ein Zündhütchen sein, weiß ich auch nicht. Grabenfuß, das ist auch verziert, weiß ich noch nicht.
der Beschlag, die Schnalle, die Münzen, der Knopf. Okay, war ein erfolgreicher Tag. Hier der Schrott. Da hält sich aber echt in Grenzen, der Schrott, oder? Finde ich. Hält sich gut in Grenzen. Okay, das war's jetzt. Das war's jetzt. Schiggy! Cool! Ja! Das hat doch Spaß gemacht, mein lieber Bernd. Und dafür gibt es von mir definitiv ein Däumchen nach oben, ein Abonnement verdient und ein Kommi schreiben wir natürlich auch. So, mein Lieber. Tolle Runde mit echt tollen Funden. Was ich noch gerne wissen würde, wäre, was ist denn ein Grabenfuß? Das schreibe ich mir jetzt einfach mal, dass er mal sein Publikum vielleicht das auch erklärt. Wenn ich vorher drauf komme, hab das ja im Video gesehen. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten hier, liebe Grüße, Alex, PS, Reaction folgt und Abo ist raus. Immer gut Fund. Und der Smiley macht mal so. Gell? Ganz klar, easy peasy, kommentieren und raus ist es. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder von Bernds Sonderreise und Alex Hashtag TreasureDingers Reaction Video. Euch einen wunderschönen Tag, immer gut Fund, bis zur nächsten Runde. Bin raus und out now. Jetzt kann ich endlich ein Bier trinken. Abschalten jetzt.